letzte Nacht an Land. Morgen früh 7 Uhr geht's los. Meine erste Fahrt auf einem U-Boot. Keine Ahnung, wo es wirklich hingeht. Mittelatlantik wahrscheinlich. Wenig Boote draußen. Verstärkte Abwehr, ganz schlechter Monat. Die Tommys haben dazugelernt. Die Asse. Viele gibt's nicht mehr. Rien, Schöpke, Kretschmer. Alle an Geleitzügen draufgegangen. Alle abgesoffen, außer Kretschmer. Kelch vor Gibraltar gesunken. Endos mit den Nerven fertig. Du munteres Rehlein, du, das Herz im Nu, im Nu. Unser Bootsmat. Voll bis Oberkante Unterkiefer. Was für Schweine? Die Straße frei! Die Masse! Wasser! Sprengwagen nennen die das. Alles Leute von unserem Boot. Unser Boot. Besatzung vollzählig angetreten bis auf Wache, Herr Kalloy. Unter- und Oberdeck seeklar. Danke, Heinz. Um 12 Uhr haben wir das Geleit entlassen. Die dunkle Rauchfahne des Sperrbrechers hat sich in nichts aufgelöst. Keine Spur mehr von den Vorpostenbooten. Der Obersteuermann hat die letzte Landpeilung genommen. Die Brückenposten spüren auf ihren Lippen den salzigen Geschmack des Atlantiks. Das Boot ist nun allein auf seinem Kurs. Feststation. Lag- und Lagerhalle für die Torpedos, hä? Da steht man bloß dran, Jungs! Hier kommt in die Zeitung! Danke, meine Herren! So, dann kommst du mal mit. So, ist Scheiß aus hier? Aha. Ein Klo für 50 Mann. Oh, naja, das andere ist voll mit Proviant, ne? Also mehr Platz zum Fressen, weniger zum Scheiß. Ist auch Logik, gell? Hier ist der Oberfeldwebelraum. Das Haus sozusagen. Die Offiziersmesse. Aber wenn ich euch staunen sehe, dann kommen wir schon wieder. Die Konsole hoch, verdammt normal. Ist noch viel zu viel drin, seht ihr das nicht? Aber ist doch sehr nett hier. Sehr hübsch, ja. Oh. Komm her! Entschuldigung, danke, Mann. Ich habe euch Raum. Vorsicht! Ja. Ich will aufpassen. Was ist das für ein Raum hier? Mein Herr,
Und hier geht's dann weiter in die Zentrale. Er hat uns gerade gefehlt. Also das ist die Zentrale, die Kommandostelle des Bootes, ne? Danke. So. Na? Jetzt geht's hier weiter in den U-Raum. So, das kommen wir hier mal aus dem Weg. Oh. Morgen, Herr Leutnant. Morgen, Herr Leutnant. So, hier schlafen die Unteroffiziere. 12 Mann. Die meisten Kojen werden von 2 Mann benutzt, genau im Rhythmus der Wachen, ne? Das heißt, wenn einer abgelöst wird, dann legt er sich in den Mief des anderen, ne, Jungs? Tja, das hier ist Ihre Koje. Für Sie natürlich alleine, Sie sind ja Gast an Bord, ne? Hier, Leutnant, das auch für Sie. So, und hier der Tauchretter. Sehr wichtig. Reine Dekoration. Ist mehr was für die Ostsee. Aber ganz brauchbar, wenn der Diesel stinkt. Oder wenn Frenzen furzt. Kommst du mal mit? Lass mal vorbei. Das ist die Kombüse. Ah ja. Und hier ist Johann, das Gespenst. Wer? Von einlaufender Besatzung, nicht von auslaufender. Wieso das? Weil sie dann Werte haben. Die Tommys müssen sich ja schämen, wenn sie in der Zeitung sehen, wer ihnen die Hölle heiß macht. Milchgesichter. Säuglinge, die an die Mutterbrust gehören.